Ja, moin Leute, euer Phoenix am Start. Und heute gibt es ein Ründchen Syndragosa, denn das Meta ist eine ganze Ecke mehr Richtung Tempo gerückt, jetzt wo Naga durch Stormscale Siren, die aus dem Game genommen wurde, stark genervt wurde. Endlich zu dem Grad genervt wurde, dass sie nicht mehr hardcore das Game dominieren. Wodurch inzwischen... oh, das war ein Missplay, ich hätte ihn auf der Hand halten sollen. Nevermind. Ja, wodurch inzwischen wieder andere Builds möglich sind. Die Leute spielen wieder ein bisschen mehr Tempo, pushen ein Tempo-Build, um wenigstens Top 4 zu werden, anstatt immer nur Highroll Naga zu machen. Das macht das Spiel wieder ein bisschen mehr interessant. Außerdem sind Naga diese Runde sogar gebannt. Das heißt, jetzt sind Naga in der normalen Rotation drin. Und da ich aber letzte Woche leider komplett auf Dienstreise war und gar keine Zeit hatte, um mir das hier direkt im Spiel anzugucken, bin ich jetzt am Wochenende gezwungen, ganz schnell für euch Aufnahmen zu machen, damit ihr diese Woche hier Videos habt. Deswegen wird das Video wahrscheinlich direkt online gehen und ein Uncut sein, weil ich nicht die Zeit habe, die ganzen Sachen zu cutten. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Spaß macht und wir schauen einfach mal, wohin uns das ganze Game hier führt. Ich glaube, ich möchte die weiter freezen und kann next turn einen Double Buy machen. Jetzt seht ihr auch, warum ich hätte den, warum ich den Deck Swabby auf der Hand hätte halten sollen. Weil ich diese Runde eh level. Bedeutet, ich hätte für 4 Gold leveln sollen und erst dann Deck Swabby spielen. War ein krasser Fehler. Ist aber jetzt einfach nicht zu ändern, weil ich gedanklich noch mit dem Intro beschäftigt war, statt mit dem Game. Vielleicht sollte ich nächstes Mal erstmal fertig machen und dann gucken. So, wir verkaufen, machen hier den Double Buy, was natürlich jetzt super stark ist, weil die zwei schon richtig Stats sammeln konnten. Da Beasts drin sind, ist Selfless gar nicht mal so schlecht zu buffen, weil wenn man nachher einen Ara, McCaw, also den Papageien, findet, ist das durchaus ein Death Rattle, den man gerne auf dem Board hat. Und wir schauen einfach mal, wie das für uns funktioniert. So, wir haben leider beide Fights im Early verloren. Und die hätte ich auch verloren, wenn ich Dex Hobby auf der Hand gehalten hätte. Und ich hätte nicht mehr Schaden gekriegt. Heißt ja, der Missplay beißt mir jetzt ein bisschen in den Arsch, weil ich hätte die Reduction auf dem Shop jetzt haben können und hätte kein Gold verloren. Stattdessen habe ich jetzt sogar ein Gold gefloatet und habe jetzt die Reduction nicht. Also es ist doppelt schlecht. Ich habe 2 Gold insgesamt theoretisch verloren. But nicht schlimm. Hier sind wir da auf jeden Fall jetzt stark genug. Erstmal mit den Early Stats. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das weitermachen. Oh, die beiden gefallen mir sogar als Double Buy. Das kann man machen. Sollen wir das machen? Oder freezen wir die und spielen die nächste Runde als Double Buy? Nächste Runde ist leveln und nur eine Unit kaufen. Was bedeutet, ich könnte die noch länger freezen und Stats entwickeln. Und wenn ich auf Mech-Build gehe, erstens sind es Paare, zweitens sind Mechs eine super Unit, um Early Stats drauf zu stacken, weil man immer durch das Modul nachher Divine Shields machen kann. Und es ist okay, mich diese Runde etwas schwächer aufzustellen, weil ich langfristig durch die Perspektive habe, dadurch, dass ich die lange freeze, starke Stats auf dem Board zu haben. Von daher, lass das gerne so versuchen. Guck, dass die Ratte zuerst stirbt, bevor das Divine Shield auslöst, damit eine von meinen stärkeren Units das Divine Shield bekommt. Sehr gut, die Ratte hat auch keine Tech-Buff bekommen. Sehr gut, Ratte stirbt. Nice one. Wir gewinnen. Dank Reborn. Another one bites the arcane dust.
denke, ich nehme hier das Gold mit. Freeze die weiter. Immer gucken, dass die schwächste Unit zuerst stirbt, damit der Selfless wirklich ein vernünftiges Divine Shield gibt. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass Selfless Elemental und Suarat die Attack Buffs bekommen. Hoffentlich geben die sich hier entweder untereinander oder dem Selfless die Attack Buffs, weil das wahrscheinlicher ist, dass es permanente Units erstmal werden. So, ich kann next turn die beiden Leaper kaufen. Die dann 7-5 sind beide, was fürs Midgame schon mal keine schlechten Stats sind. Plus, ich habe ja auch schon andere Max mit auf dem Board. Der Traum wäre, noch einen Deflectobot zu finden. Ja. Aber wir können dann erstmal suchen. Win. Winner, winner, chicken dinner hier erstmal. So, das Tempo sollte gut funktionieren, um uns in die Top 5 oder so zu bringen. Und dann müssen wir gucken, ob wir das, ob und wie wir das dann in eine gute Runde verwandeln können. So, den Silas werden wir jetzt erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Da ist die Flecto. I like. Wollen wir den freezen? So. Der zählt einfach als ein weiterer Mech für mich, was super ist. Ich buff den so. Schon mal nicht schlecht. Gucken, wie lange wir den Deflectobot einfach weiter freezen können und dadurch buffen können. Ich meine, wir haben +4/+4 Attack gegeben. +4/+4. Wir haben +4 Attack gegeben durch die beiden Metal-Tooth Leaper. Das hätten auch jetzt einen 7 Attack Deflector statt dem 7 Attack Nightmare Amalgam sein können. Aber das Potenzial, den Deflector darüber hinaus zu buffen, wenn wir ihn mehr als zwei Runden freezen, ist halt gegeben. Von daher wollte ich das so probieren. Max ist echt eine super Klasse, wenn man Syndragosa spielt. Also ihr solltet Syndragosa wirklich eher nur spielen, wenn Max drin sind, weil die frühen Divine Shields super viel mit diesen Buffs anfangen können. Klar gibt es so ein, zwei Units, die es auch gut können. Hyäne von den Beasts ist gar nicht schlecht. Mal für ein paar Runden zu freezen. Ja, der Bird Buddy Build macht mich hier einfach fertig. Bei Elemental gibt es natürlich den Crackling und den Wildfire Elemental oder bei Drachen den Bronze Warden. Aber ansonsten sind eher Max prädestiniert dafür. Ich level und freeze weiter, denn ich glaube, wir haben hier nur verloren, weil er einen besonders starken Early Game Build spielt. Nicht, weil alle besonders stark sind. Ich kaufe hier irgendwas raus, einfach nur, weil das Gold übrig habe und ich nicht rollen kann, weil ich den Deflector freezen möchte. So, Murlocs sind auch nicht drin, Stacheleber sind auch nicht drin. Bedeutet eigentlich, ich werde Nightmare mal kein Poison geben können, weil ich keinen SS7 finden kann. Ich finde, da werde auch keine Easy Blood Gems kriegen, weil Stacheleber nicht drin sind. Das heißt, ich werde mit Smuggler auch nicht easy die HP buffen können. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen.
Mal gucken. Können Next Turn nochmal die Flecto freezen für 8 Gold leveln, Sewer Red verkaufen und irgendwas aus dem Shop nehmen, was ganz gut ist. Ich warte halt so ein bisschen drauf, den Triple irgendwie hier zu finden, Micromummy oder Metal Tooth Leaper. Das wird uns nach vorne bringen, weil ich möchte gerne einen Omega Buster finden. Ah, oh, nicht da buffen. Okay, er hat einen schlechten Six-Drop leider gekriegt. Das heißt leider. Für ihn leider, für uns Gott sei Dank. Das hätte auch eine Eliza sein können, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ja, wir können das Freezen aktuell gut nutzen, um Tempo aufs Board zu kriegen, von daher. Das ist der Triple. Dann lohnt sich die ganze Nummer doch. Wobei ich dann sogar überlege, jetzt gerade den Deflecto zuerst zu spielen, damit der Deflecto den Leaper-Buff auch bekommt. Und lieber den Leaper nochmal eine Runde zu freezen. Macht das Sinn? Nee, komm. Ich habe ja noch eine Unit auf der Hand. So, wenn das jetzt ein Omega Buster ist, wäre ultra nice. Es ist leider nicht. Es ist ein Reaper. Immerhin. Da kann man mit arbeiten. Vielleicht hätte ich statt dem Amalgam schon die ganze Zeit den Deflectobot haben sollen. Das wäre die stärkere Unit gewesen. Vor allem, ich hatte die ganze Zeit Refresh schon auf dem Board. In Form von den zwei Micro-Mummies. Schwierig. Next Turn werden wir uns einfach hier die Flecto-Board aufs Board stellen und hart rollen, ob wir den Micro-Mummy Triple finden oder nicht. Ein Brand würde ich vielleicht mitnehmen. Es gibt gute Battlecry-Buffs. Wir können weitere Leaper finden, was super wäre. Wir können Module finden natürlich. Einfach mal gucken. Mies. Nicht gerade die besten Hits für uns. Oh, der war gut. Der war nicht gut. Wir gewinnen Gott sei Dank trotzdem. War der wirklich? Ich wundere mich, dass er so favored war. Komisch. Why not? Kann nur Omega Buster sein. There we go. Wenn ich den verkaufe, ist Omega Buster mein einziger Death Rattle. Der hat das Potenzial, mehr Buffs zu bekommen als der, deswegen trenne ich mich von dem. Möchte ich hier irgendwas freezen? Warum? Das wären 5 plus 5 plus 5 Buff auf meinem Amalgam. Okay, but. Gleichzeitig habe ich gar kein Board Space dafür. Was ich suche, ist eigentlich eher einen. Ich suche einen Argus. Ich suche Module. Ich suche einen Baron. Obviously. Also, warum sollte ich irgendeinen Shop-Slot mit einer nutzlosen
nutzlos, nicht so nutzbaren Unit verschwenden. Das ist sogar super gewesen, dass er den noch, dass der Zap dafür sorgt, dass der Omega Buster stirbt. Ich glaube immer noch nicht, dass die Berechnung richtig ist. Wäre großartig, erst den Baron zu hitten. Dankeschön. Immer schön nach hinten springen. Je weiter die nach vorne springen, desto öfters multiplizieren die sich. Großartig. Nicht mal den Refresh bekommen, aber... Wir haben Tempo im Moment. Der hat 14 und 15 bekommen. Bin ich bereit zu leveln? Keiner. Wenn ich nicht level, wer dann? Ich kann den Argus freezen, um Taunt auf meinen Omega Buster zu geben. Andersrum sollte ich das tun? Weiß ich auch nicht. Baron. Not so much. Will ich beide haben? Sollte ich den ganzen Shop freezen? Also den sollte ich auf jeden Fall nehmen. Weil entweder kann ich dem Reaper so einen zusätzlichen Attack Buff geben und er funktioniert als Refresh für meinen Deflektor. Oder ich kann das mit meinem Amalgam machen, um denen die Möglichkeit zu geben, meinen Deflect zu refreshen. Wobei ich glaube, dass mein Amalgam oder mein Ara gleich mein Flexspot werden. Wobei eher mein Amalgam, weil den Ara möchte ich behalten, falls ich wirklich einen Baron hier noch spielen kann. Also ich brauche einen Argus für Deflecto oder ein Modul für Micromummy. Das wäre das Beste, was ich kriegen könnte. Oder sogar ein Modul für Omega Buster. Schwierig. Ein bisschen schwierig ist es schon, sich da zu entscheiden. Aber wir haben Tempo right now. Wir dürfen first. Das ist super gut für uns. Und er hittet genau richtig. I like it. Get destroyed. Schade, da hätte ruhig der Refresh kommen können. Ja, mit Refresh wären es plus 3 Schaden gewesen und Bigglesworth wäre tot gewesen. Ich meine, Amalgam... Das ist eine Klasse. Dann habe ich Max und Amalgam wäre die dritte Klasse. Das ist 3 Klassen Mounted Queen. Das ist nicht schlecht. Das kann man schon machen. Dann behalte ich Amalgam. Dann trenne ich mich von einer der Micromummies. Was soll's? Es sei denn, ich finde den Triple und mach's einfach nicht und warte noch eine Runde. Ich glaube nicht, dass ich hier 33 krieg. Selbst wenn ich eine 30er-Schelle krieg. Der hat 12 an Rafarm gemacht. Und Rafarm war bestimmt nicht so stark. Ich glaube, ich bin fein. Wir brauchen gleich ein bisschen Taunt auf dem Board. Das ist sicher. Wir haben ein Klassenbild der 3. Also wir haben eigentlich, sind wir Mac-Build auf... offensichtlich, aber wir haben durch Ara und Amalgam halt insgesamt 3 Klassen auf dem Board, was Mounted Queen wirklich relativ attraktiv macht, muss man wirklich sagen. Wenn man es dann noch schafft, Mounted Queen irgendwie Taunt zu geben, denn alle Dickgedruckten, also Wind Fury, Divine Shield und Taunt, kann Mounted Queen bei dem Adapt am Anfang des Zuges oder am Anfang des Kampfes, muss man sagen, kann sie nur einmal bekommen.
Das heißt, jeden Stat, den sie davon schon hat, wenn sie jetzt Taunt zum Beispiel schon hat, ist es wahrscheinlicher, dass sie die anderen bekommt. Weil sie den Adept nicht darauf verschwendet, Taunt zu kriegen. Bedeutet, es kann manchmal nützlich sein, über den Spellcraft-Spell von dem einen komischen Reiter zum Beispiel. Ja, Refresh, let's go. Es kann da super nützlich sein, dass man der Mantle Queen zum Beispiel Windfury gibt. Und man tauntet sie mit Argus. Dann hat sie schon Windfury und Taunt. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass sie dann bei den Adepts noch wie heißt's? Dass sie bei den Adepts dann Divine Shield bekommt, was das ist, was man eigentlich haben will, ne? Weil sie dann wie ein perfekter Amalgadon quasi ist. So, das ist gut für uns ausgegangen gerade hier. Vielleicht ist das ein zweiter Omega Buster, das wäre nice. Lass uns erst gucken, ob wir. Oh wow. Will man das? Bringt mir das was? Für wen tausche ich das aus? Für Reaper? Nee, will ich nicht. Ich will lieber einen Argus oder einen. Gucken mal, was für ein Six-Drop es ist. Das ist ein zweiter Reaper. Schwierig. Das macht es wirklich schwieriger, muss ich sagen. Weil jetzt ist die Frage, will ich den zweiten Reaper auf dem Board haben oder will ich die Mantid Queen auf dem Board haben? Ich will einen Baron eigentlich haben. Man. Ich spiele gegen Max, ich spiele einen zweiten Reaper, würde ich sagen. Er ist Mixed Minions, ich habe keine Ahnung, was er ist. Ich habe ihn schon zu lange nicht gesehen. Und er ist Max. Ich nehme mal den Zap mit, falls der mich besiegt, weil er schon Omega Buster Baron Combo komplett hat. Dann ist der Zap definitiv das, was ich haben will. Ich glaube, ich sollte ihn auch Double Four Reapern. Stats sind nicht das Problem. Mein Problem ist, dass ich kein Taunt habe. Ich stehe komplett offen und kann. Meine wichtigen Pieces können easy gesniped werden. Das Beste für den Gegner ist, meine Four Reaper früh zu snipen oder die Micromummy früh zu hitten, dass ich den Refresh vom Deflector nach seiner Attacke nicht mehr bekomme. Oder direkt natürlich den Deflector zu snipen, bevor ich überhaupt Omega Buster Buffs bekomme. Double Omega Buster, Double Kangor und. Oh man. Ja, das sind leider einige Omega Buster Buffs, muss man sagen. Aus jedem Kangor kommt mindestens ein Omega Buster und ein Microbot raus, manchmal mehr. Omega Buster, Microbot. Zwei Omega Buster sogar. Nicht gut. Gar nicht gut. Braucht den Refresh. Okay, ich krieg den Refresh. Er hat viel zu viele Kangors. Ich überlebe und Zap destroyed ihn. Sein Bild ist mega anfällig für Zap. Also nehme ich das zu 100% mit. Ich nehme das mit. Ich suche immer noch einen Baron für mich. Das ist noch ein Omega Buster. Das ist nice. Elementare. I don't care. Oh wait. Ich muss den. Muss einfach. Nee, den brauche ich. Ich kann den gar nicht nutzen. Der Mirazond ist zu gut. Ich habe gerade gegen Silas gespielt. Der hat Baron und der hat Double Omega Buster. Drei von seinen vier Units sind gute Units für mich. Na gut.
Ich muss natürlich den Mund aufmachen. Was mache ich? Spiele ich Deflecto? Deflecto ist der safeste, I guess. Muss den Omega Buster golden machen und ich brauche einen Baron. Und ich hoffe jetzt, dass Silas den Skeps zerstört, weil ich habe den Zap schon, um Silas fertig zu machen. Mein Zap killt seinen Baron und killt danach entweder eine der beiden Kangors oder den Deflector-Bot. Das heißt, wenn ich First gehe, fehlt ihm eine ganze Kangor und Baron. Wenn ich Pech habe, hittet er nur Baron und hittet dann den Deflector-Bot. Das wäre super schlecht. Aber immerhin, Baron ist raus. Das heißt, ich nehme ihm die Hälfte seines kompletten Builds. Ist gut. Er hittet halt beide Cleaves, ohne dass die hitten dürfen. Es müssten schon mit die besten Hits sein, die der haben konnte. Jo. Der hat gut gehittet gerade, der Geist. Da musste ich wirklich Angst haben. No, Scabs gewinnt, okay. Mixed Minions. Ich habe keine Idee, was der hat. Das ist wirklich scheiße für mich. Das ist super gut. Ich brauche nur noch den Baron und den brauche ich wirklich dringend. Wie machen wir das? Ich will mich nicht snipen lassen. So lasse ich mich, glaube ich, am wenigsten snipen. Muss ich den Zap behalten? Also ich frage mich gerade, ob es mir was bringt, den Zap zu spielen, zu verkaufen und einmal zu rollen. Ich sehe einen Shop mehr. Bin eins näher an einem Baron eventuell dran. Wenn ich andersrum, das bringt mir nichts, weil ich müsste den freezen. Und entweder ich bin stark genug, den mit dem goldenen Omega Buster gerade das Ding zu gewinnen, oder ich bin sowieso tot. Ich merke gerade, es ist ein Riesenfehler, hier einen Dings auf dem Board zu haben. Der Fall Reaper countert mich zu sehr. Der muss gehen. Weil das ein Death Rattle ist und ich riskiere, dass der Macaw den falschen Death Rattle auslöst. Ich kann die 50-50-Chance nicht spielen. Deflecto Triple. Was kann mir ein Deflecto Triple geben? Einen anderen Fall Reaper. Ich brauche keinen weiteren Omega Buster. Andersrum, why not? Wenn ich es schaffe, hier ein Unentschieden zu reißen, dann. Also ich mache einen plus 10 Buff, glaube ich, auf dem Board oder so. Das ist nicht viel. Okay, ich habe höhere Win-Chance als er. Wild. Win. Okay. Ich brauche einen Baron. Dude, ich brauche einen Baron. Der versucht einfach nur ein bisschen Divine Shields zu countern. Damit bin ich fein. Das interessiert mich sogar gar nicht groß.
Und nun ende ich darauf, weil das wieder ein Refresh für meinen Deflektor sein könnte. Wobei der stirbt eh, der taunt. Also sollte ich mich nicht zu sehr über Deflektor aufregen. Auf der anderen Seite will ein Mac haben, so. Den? Den? Das wird interessant. Okay. Warum auch immer der Instant einen goldenen. Der hatte eben keinen Leroy auf dem Board. Der hat drei Leroys diese Runde gefunden. Das ist frech. Das ist wirklich frech einfach. Er hat zwei Leroys und noch eine Manted Queen gerade gefunden. Oder hatte der Leroys auf der Hand die ganze Zeit? Ich meine, das hat ihm null geholfen. Seine Win-Chance ist eher runtergegangen. Und da ist der Win, Leute. Ja, deswegen. Also das aktuelle Meta erlaubt wieder Tempo zu spielen. Deswegen war von Anfang an für mich klar, mit diesen einfachen Freeze-Buffs sind Max einfach die richtige Klasse für Syndragosa. Es hat funktioniert, deswegen hoffe ich, das Game hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr die anderen Videos nicht verpasst. Glocke, Like nicht vergessen und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.